Wie schön, euch auf diesem Channel wiederzusehen. Drückt gleich auf Abonnieren und lasst euch keins unserer Top 10 Videos mehr entgehen. Schreibt mir gerne euer Feedback in die Kommentare. Wir lesen alles. Und schon geht's los mit dem Video. Ciao! Es kommt vor, dass böse Gegner, echt harte Brocken aus einigen unserer Lieblingsgames, in Spielen auftauchen, wo du sie nie erwartet hättest, weil sie dir einfach null reinpassen. Was machen die da? Urlaub? Das sind die komischsten Beispiele, über die wir gestolpert sind. Beginnen wir mit einem der mächtigsten Sith Lords aller Zeiten, Darth Maul. In den Star Wars Games weißt du, wenn er auftaucht, steht dir eine höllische Zeit bevor. Und dann begegnest du diesem Beherrscher der dunklen Seite der Macht in einem Skateboard-Game. Und zwar in Tony Hawk's Pro Skater 3. Jetzt wissen wir, was Darth in seiner Freizeit macht. Auf der anderen Seite, es passt irgendwie zu ihm, oder? Die Nummer 2 fällt allerdings komplett raus. Jeder kennt Ganon, den gefährlichsten Widersacher Hyrules aus The Legend of Zelda. In Breath of the Wild zeigt er uns sein komplettes Ausmaß an Verderbtheit. Und der Kampf gegen ihn treibt uns schnell an unsere Frustrationsgrenze. Und diesen Herrscher über das Böse könnt ihr euch via Amiibo in ein Animal Crossing Game holen. Kein Scherz! In New Leaf hat er ein schweinsähnliches Gesicht, aber an seinen verschrobenen und manchmal nörgeligen Sätzen erkennt man noch seine Persönlichkeit. Ihr habt mit Ganon also die Manifestation des puren Übels in euer schönes Dörfchen gelassen. Hoffentlich geht das gut aus. Im bunten Action-Adventure Under the Skin treibt ein kleines, 3 Jahre altes Alien namens Cosmo sein Unwesen. Cosmo wurde von seinem Planeten entsandt, um möglichst viel Chaos zu verursachen. Und am Menschen verarschen hat er besonders viel Spaß. Ihr lauft durch die Level, bis ihr denkt, ihr hört nicht richtig. Euer nächster Auftrag führt euch nach Raccoon City, wo euch eine ultrastarke Biowaffe namens Nemesis erwartet. Aber es ist nicht der Nemesis, den ihr noch aus Resident Evil in Erinnerung habt. Er hat zwar noch seinen Raketenwerfer, ist aber niedlich pixelig. Und wenn du einen ordentlichen Treffer landest, sprudeln Münzen aus seinem Körper. Ja, und dann schafft es Sephiroth aus Final Fantasy in das kinderfreundliche Wollknäuel-Spiel Little Big Planet. Yep, genau dieser knallharte Typ, der den Planeten kontrollieren will und dafür über Leichen geht. Als Sackboy erkennt man ihn an seiner grauen Mähne, dem Lederoutfit und dem riesigen Schwert. Aber um ehrlich zu sein, er wirkt eher wie Sackboy, der Sephiroth cosplayt. Denn Sephiroth würde auch in Little Big Planet nicht für uns lächeln, geschweige denn tanzen. Kommen wir zu meinem persönlichen Highlight, Pyramid Head aus Silent Hill. Er redet niemals, zeigt niemals sein Gesicht, geht bedrohlich langsam und zieht ein Schwert hinter sich her, das größer ist als er selbst. Und sein einziger Wille ist dein Tod. Und dann kommt ein Spiel, das dieser monströsen Bestie einfach das ganze Image kaputt macht. Crazy Kart Racing. Das ist eine Art Mario Kart für Smartphones. Und Pyramid Head sitzt am Steuer eines dieser kleinen Flitzer. Das macht keinen Sinn. Nur, dass sein Kopf natürlich schon höchst aerodynamisch geformt ist. Good evening. Great. What the hell, Wayne? Habba, habba! This completes the first test of the contestants' poker faces. The bad news is you all failed miserably. The good news is you appear to be evenly matched. Ja, ihr habt richtig gesehen. Claptrap, Sam Brock und Ash sitzen zusammen an einem Pokertisch und GLaDOS höchstpersönlich macht die Aufsicht. Dabei ist der mordlüsternen KI der Spaß richtig anzumerken, denn natürlich kann sie sich die fiesen Sprüche in deine Richtung nicht verkneifen. In Poker Nights kann sich GLaDOS so richtig austoben und mit Sprüchen nur so um sich schmeißen.
Dabei geht es ihr sicher weniger um das gesellige Miteinander. Sie will nur ihre Mitspieler ordentlich roasten. The player has won tonight's tournament. I bet you think you're pretty clever, don't you? I say. But consider your competition. A steroid freak with rage issues. A horny robot. A half-witted cripple. And a dog. And even then you needed luck to win. Lots and lots of luck. I wonder how you'd do under less favorable conditions. Vielleicht fallen euch noch andere Beispiele ein für Schurken, die in komplett unpassenden Games auftauchen? Diese Mod hier mit Pyramid Head am Beach hat den Nagel echt auf den Kopf getroffen. Danke fürs Abonnieren und Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. All my good luck is gone. All my good luck is gone. All my good luck.